Wann sehen wir Tryndamere competitive? Was muss da passieren? Also Tryndamere haben wir sogar competitive gesehen gegen Sylas und gegen Irelia, ja, als individuellen Counter. Der wurde auch damals gespielt. Weil er gegen die alte Irelia oder die aktuelle? Nee, die aktuelle Irelia, weil er dagegen sehr gut war. Ich weiß gar nicht richtig, was ich verändern müsste. Vielleicht eine weniger teamfightlastige Meta natürlich, weil immer das Wichtigste für solche Champions. Wobei Tryndamere gar nicht so schlecht teamfighten kann. Also mit dem Essence Weaver Build damals war Tryndamere tatsächlich ein guter Champion. Ja, der permanent geht, ne? Wir haben ihn auch des Öfteren gesehen, competitive. Ich glaube, Spanien hat Tryndamere des Öfteren gespielt in der LVP. Im Early Game kannst du auf jeden Fall aggressiv spielen mit deinem Grasp und deiner Reichweite. Gerade wenn du Q durch und durch bekommst, denk dran. Wenn er eine Menge Fury bekommt, kann er critten. Das ist immer gefährlich. Und dann gib ihm trotzdem einfach Q-Auto-Deck mit, wann immer du kannst. Geil. Grasp procken. Es geht nur darum, dass du Grasp quasi aufbauen kannst. Aggressiv spielen ist trotzdem natürlich super. Taunt ihn gleich. Wenn er dem in der Last taunt ihn. Geil. Er spielt sehr, sehr nachlässig. Aber er hat einfach eine Menge Sustain, also ist das okay für ihn. Geil. Ja, Vorsicht, nicht zu aggressiv. Nicht übermütig werden. Geh ruhig durch hier. Geh durch und durch. Okay. Du willst immer danach da gehen, oder? Ja, weil das Ding ist, er kann nicht reagieren. Er ist getauntet, er kann nicht eh drücken. Ja, ich weiß, aber dann stehe ich ja hier und dann kann er mich länger hauen. Ja, kann er ja nicht, er ist ja getauntet. Ja, aber nur eine Sekunde und dann haut er. Er ist 1,5 Sekunden getauntet vom Shadow Dash und er kann danach nicht reagieren mit seinem E. Und dann bist du außerhalb der Reichweite. Und du machst dann Schaden auf ihn. Gedenk dann, du kannst in den ersten 0,75 Sekunden ulten, während Nocturne ultet. Und danach geht's nicht mehr. Ja, das geht. Kannst auch TP'en. Okay, also du verlangst von mir das Unmögliche! Also ich sollte quasi auf die Icons klicken, oder? Ja, genau. Sobald eigentlich der Nocturne ult siehst, dann... Oh, und jetzt! Ja, nicht wieder. Na, musst sofort ulten. Sofort ulten, sobald du rauskommst. 6 Sekunden ist... Trotzdem, ja. Tryndamere hinter dich hier, Tryndamere hinter dich hier, Tryndamere hinter dich hier. Ja, aber was soll ich tun? Weg. Egal. Da, du bist da, perfekt. Geil. Was ist das überhaupt? Das ist eine Leona. Die ist tot. Und jetzt, der wird getauntet in 8 oder getötet in 1. Perfekt. Und jetzt V-Call sofort. Und rennt Toplane. Ja, sehr schön. Das ist halt schwierig. Nee, du hättest noch ein Stück weiter weg, dann komm, bevor du ultest, weißt du? Ja, aber du wurdest zweimal Auto-Attack, bevor du überhaupt geultet hast und du warst schon stillgestanden, aber es war im Endeffekt egal. Taunt den Typen hier, geil. Er wird nicht immer überleben, aber er wird mehr Damage nehmen, kann dich weniger bullien. Oh, hat er ihn gefunden. Doch, er hat Akavis geblockt. Ja, wird gleich ult, wenn er, denk an dein Ult. Ja, aber. What? War der denn geultet? Hat der auf 200 HP geultet oder was, dass die da gerade ausgelaufen ist? Ich hab ihn einfach getötet. Wow, dass das funktioniert, ist einfach schön. Nice. Nimm aufs Bait, nimm aufs Bait. Kannst du nichts recallen. Und dann bleib einfach in der Reichweite. Nein, ihr mag es mal. Bleib in der Reichweite davon, bitte. Ja, okay, das mach ich. Oh. Was? Ey, das zählt aber. Nein, du kannst doch daneben. Das zählt nur, wenn du Auto-Deck hast, den Turm. Scheiße. Das ist doch kacke, ey. Ja. Mann, ich stand genau richtig. Aber du bist schuld. Ja, das stimmt. Wieso bin ich nicht Range? Wieso kann er nicht sein besser werfen einmal? Oh, der Keystrike von früher, das war cool. Ja, er hätte gegen Turret. Das war Warpil, Strike war Q und Keystrike war die Passive. Du hast noch 5 Sekunden. Guck, Botlane. Da siehst du auch die Nocturne Q. Irgendwo. Okay, da oben. Ja, oh, geil. Kriegst du einen reinen Assist auf Leona. Der Flash! Oh, der hat einmal Gehirn benutzt! Der ist smart, der Flash, damit sein Channel in Szene gesetzt wird. Super angenehm. Den holst du sogar ein, set es da, den holst du ein. Du sollst halt nicht warten, bis er flasht. Geil. So muss man spielen. Warten, bis er flasht. Oder. Ich bin einfach cool auch. Das war gut. Du bist ready. Ich bin ready. Wenn du auch den Reset hast, musst du nicht mehr ready sein. Ich bin ready. Okay, noch das Grease hätte, muss nicht mehr ready sein. Okay, ich bin nicht ready. Aber guck trotzdem hin, findest du dich rein. Warte, aber jetzt werde ich nicht. Ich werde gemobbt, ich hol den hin. Ja. Aber warum? Ja, warum nicht? Das ist. Bam! Oh, der killt sogar. Der Zerv ist auch tot. Komplett worth. Recall sofort. Du verlierst Toplane absolut gar nichts. Also, hast du nicht. Alter, hau ab, Mann! Oh, jetzt kommt der. Nee, das ist mit Lane. Recall bitte. Du musst den schon mehr aufhalten vom zweiten Turm. Also, ich stehe 3-0-5 und fühle mich wie 0-7. Warum? Du hast doch. Weiß ich nicht, weil ich mache irgendwas und er macht Gebäude kaputt. Ja, aber das ist dein Job und sein Job. Verteilt halt. Du bist ja trotzdem Level 12. Ihr habt ungefähr gleiche Items, wenn ich richtig gesehen habe. Tut mir noch mal bitte. Warte, muss ich mal fahren. Ihr habt eine große Aufgabe. Au! Hey, ja, geh mal gut, ne? Und der nicht. Du nicht. Ja, du musst weiter rechtfahren. Ich finde, ich war für uns gar nicht so. 0,75 Midlane. Okay. 0,75 Midlane. Wenn der jetzt ultet, wäre es so viel besser auf Nocturne, ne? Weil dann könntest du nicht ulten. Ja, wenn der früher geultet hätte, wäre es so viel besser. Egal. Ich bin da. Fighten, ne? Bist du da? Aber wo? Thornton und wen? Oh, hier haben wir jetzt gleich wen? Geil gemacht. Sollen wir peelen? Wie kann ich Tryndamere peelen, Ja, indem du ihn peelst. Richtig schön wie so eine Zwiebel. Jetzt. Oh. Zu leben. Aber klar, wenn Herr Philistix sich mit Ult engage, ist er kein Champion. Philistix muss mit Ult engage und ist er useless. Ich brauche jetzt Teammates, die LOL installiert haben. Dann. Rainer! Ist der Rainer? Natürlich, aber nicht sofort Thornton, sondern ein bisschen ruhig spielen und dann noch Kills gehen. Ja, Rainer! Geil!
Grün wäre schon mal tot. Die ist ja tot. Nash last hitten. Schade. Oh, schade. Okay. Vielleicht taunt in 3. Sei keine Ult, die wird sowas von gefokust. Ist okay, 3 Kills. Das ist nicht gut, aber das ist das Beste, was ihr machen könnt. Maxim ist hier wieder der Impact da. 3-0-8. An 11 Kills von 18 beteiligt, auf der Map global aktiv. Aber Trüdermeer ist einfach wertvoller trotzdem. Nicht unbedingt, aber ein bisschen. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Doch, natürlich. Natürlich! Yes. Viel besser, wenn du früher da bist. Drückt sofort weh. Kommen. Geil. Noch schon Ult. Gucken wir dann Upset. Vielleicht mitnehmen. Die Brand Explosion. Gut. Okay, hat den gelassen. Mitnehmen. Oh, in der Base. Wenn ein Sola da wäre, ey, die Carry gekickt. Ich war 750 Gold Shutdown. Er würde mich in der Base. Er war wirklich ein Shutdown des Todes. Arme Sau. Guck mal auf Felicix bitte. Guck mal bitte auf für die Sticks. Ja, er wird jetzt von mal guck mal bitte auf für die Sticks. Ja, ich gucke aber ich. Nee, du hast nicht geguckt, der steht ja, da oben. Ja, nee, ich sehe ihn auf der Karte. Ja, aber du siehst ja nicht, ob er Ult channelt. Das sehe ich nicht. Aber geht denn der grüne Punkt weg? Warte, warte. Natürlich nicht! Geht er ist da drin ist! Sie sollst ja hingucken. Bam, da ist er. Oh, das war ein Taunt, wo ich einfach jetzt theoretisch... Jetzt guck auf mehr und die Person, die nur mehr fokust. Ja, und Rainer. Und dann wehst du sofort, du wehst sofort, du wehst sofort, du wehst sofort. Geil. Und jetzt Eva, warum rennt das denn direkt? Er ist so dumm! Er ist einfach blöd! Aber das ist trotzdem besser so rum. Hast du gesehen? Scheiß 86, ey! Nice! Jetzt mit dir runter E-Sports, enden! Er ultet, er ultet, er ultet, er ultet. Ah, ich hätte es doch gefolgt, das ist eigentlich. Oh, okay. Actually, wild. Ignite drauf. Stunde mehr. Oh, okay. Not bad, not bad. Guck mal, noch mit, die können, glaube ich, noch weiterfighten. Knockdown. Der Typ ist in. Oh, schade, ist tot. Ja, E-Flash, schnell. Geil! Und jetzt mit runter E-Sports. Du musst für Jhin peelen, aber der ja. Kill ist. Philistix hat gleich wieder Ult, ne, ihr habt Cloud so. Der hat gleich wieder Ult. Das ist nicht langer Cooldown. Ihr fightet sofort. 50 Sekunden auf Zeraf, ihr habt Nash. Mit runter E-Sports. Wenn sich hier Jhin kommt, nach vorne zu laufen, zu Auto-Attacken, kann er hier machen. Bitte Turm Auto-Attacken. Bitte Turm Auto-Attacken. Ich mein Jhin, nicht ich. Ich mein tatsächlich. Jetzt guck hier, dass du peelst. Gründermeer ist wichtig, am wichtigsten. Ja, das findet sich so jetzt. Tote den Typen? Ich kann nicht. Scheiße, er hat geroogelt. Aber der ist tot und jetzt enden. Tötet den? Ja, Mann! Ah, oh, so wichtig. Fucking go! Alter, es ist einfach schlimm. Schön. Alter, wichtig, es ist wirklich, du es muss der Vorstellung, es ist einfach Gold. Nein, aber ich möchte wirklich hervorheben, du hast fast fehlerlos gespielt. Du hast eine Death gehabt in diesem riesigen dummen Game. Du hast ein fast komplett fehlerloses Game gespielt. Den einen Death meine ich nicht mal, ich meine die eine Reset-Aktion. Ja. Du hast fast komplett viel losgespielt. Tolles Game von dir. Dankeschön. Mental bewahrt. Geil. Wirklich, wirklich toll.